Was ist, wenn ich euch sage, dass Film 23 eigentlich ein anderes Ende hätte bekommen sollen? Was es ist, um welche Personen es sich dabei handelt und so weiter und so fort, wie immer für euch nach dem Intro. Was geht ab, meine lieben Leute? Ich bin Skydoake und ich begrüße euch alle ganz herzlich zu einem weiteren Detektiv-Conan-Video. Alle Informationen basieren auf dem Let's Talk Day 2020 Anfang Januar. Und dort gibt es eine ziemlich interessante Frage. Und zwar wissen wir aus dem Directors Interview 2019, dass in erster Linie um den 23. Detektiv-Conan-Kinofilm gegangen ist, The Fist of Lucifer, dass dort Gosho angeblich gesagt hat, nachdem der Film schon beendet war, dass er eigentlich in diesem Kinofilm eine Referenz, einen Hinweis zu Aogo, also der Geliebten von Kaito Kid, hätte geben müssen. Jetzt ist die Frage, wie hätte diese Referenz ausgesehen? Denn wir wissen, es ist ja nicht passiert. Und Gosho Aoyama hat etwas so Episches gesagt. Und zwar hätte Kaito Kid am Ende den blauen Saphir zurückgegeben und dann gesagt, ich brauche ihn nicht, ich habe einen besseren Saphir. Was natürlich eine klare Anspielung ist auf Aogo. Wie geil ist das denn? Er braucht also quasi keinen materialistischen Schmuck, denn er hat ein Schmuckstück längst daheim, beziehungsweise seine große Liebe, seine einzige Liebe, seine wahrhaftige Liebe, nämlich Aogo. Wie romantisch ist das denn? Die ganzen Leute, die da waren, haben applaudiert, sie haben richtig schön geklatscht. Und das ist definitiv verständlich. Das wäre eigentlich ein richtig geiles Ende gewesen. Und ja, vielleicht in einem anderen Universum hätten wir auch dieses Ende gesehen. Ihr wisst ja, Film 23, The Fist of Lucifer, kommt ja auch bald zu uns dieses Jahr ins Kino. Werde ich mir definitiv nochmal auf Deutsch angucken. Habe ich richtig viel Bock drauf. Richtig geiler Film, hat mir richtig gut gefallen. Und ja, das ist es. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Morgen und übermorgen zur Feier von Ostern gibt es nochmal richtig krasse Videos, finde ich zumindest. Also das sind so Videos, wo ich sage, die würden mich als Detective Conan Fan mega interessieren. Also Leute, bleibt dran, schreibt mir mal eure Meinung in den Kommentarbereich. Bis zum nächsten Mal, habt ein schönes Osterweekend. Bis zum nächsten Mal, euer Kaido Akai.